haben Heinz Konsaliks erschütternden Roman gelesen. Strafbataillon 999. Nach dem Romanerfolg, jetzt der große Deutsche für die Verdammten des Letztiges. Strafbataillon 999. Niemand ahnt die Zahl der Männer, die als Strafsoldaten ihr Leben ließen. Und niemand kennt die Leiden der Verzweifelten und ihre Schicksale. Sie sind verhaftet. Ich kann doch nicht meine Frau, ich muss mich doch von ihr verabschieden. Das hätten Sie vor 11 Tagen tun sollen, jetzt ist es zu spät. Der Angeklagte Oberst von Bartlitz wird wegen Ungehorsam im Felde zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Ich bin Hauptfeldwebel Krüll, 37 Jahre alt, 2-mal mit Erfolg geimpft. Den Rest werdet ihr noch kennenlernen. An den Horizont! Marschmisch! Ich schwöre, dich bringe ich um. Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin Julia Deutschmann, ich möchte Dr. Kuckel sprechen. Ist Ihr Mann ein Selbstmörder oder ein Narr? Geben Sie mir meinen Mann zurück, er hat nichts Böses getan. Er hat nichts Böses getan! Oberleutnant Bevern zum Stab Festungsinfanteriebataillon 13999 versetzt. Die war brav, ich sag. Wir glücklich, Mischa. Tu nicht gehen weg. Warum sind Sie hier, Herr Stabsarzt? Meine Frau, wissen Sie, ist Jüdin. Wollte mich nicht von ihr trennen. Heute Nacht erhaltet ihr die Chance, wieder Soldaten ohne den Makel der Nummer 999 zu werden. Strafbataillon 999. Man jagt uns also wie eine Kuhherde über ein Minenfeld und schickt eine Elitetruppe durch die Gasse, in der wir vorher krepiert sind. Das ist doch Mord! Das ist doch reiner Mord! Deutsche Soldaten, alle müssen sterben. Tizian Tankowiet, Idiot Yatuka. Kanon auf Rädern mit Kette. 1000 kommen hierher. Ein Lied habe ich gesagt. Zu uns kommt keine Gnade und das nehmen wir in Kauf. Mensch, haben Sie eine Fresse. Als wenn du in den Spiegel guckst. Sie tun ja gerade so, als wenn das Soldaten wären. Die gehören doch ins Zuchthaus oder an den Galgen. Was muss der Oberst eigentlich tun, um in einem solchen Haufen zu landen? Befehlsverweigerung steht tot. Auch dann, wenn du dadurch ein paar tausend Soldaten das Leben gerettet hast? Die Briefe, die ich dir täglich schreibe, erreichen dich nicht. Wohin sollte ich sie auch schicken? Und damit keine Irrtümer aufkommen. Die Schreiberlaubnis wird hiermit aufgehoben. Strafbataillon 999. Eine Willi Zeind-Produktion im Union-Filmverleih. Um Ersatz brauchen Sie sich ja keine Sorgen zu machen. Nein, Herr General. In einer Woche habe ich ein neues Bataillon. Wir haben ja genug davon. Strafbataillon 999.